Burger, Pommes, Nuggets, Go und damit hallo und damit herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute ist ein schönes, besonderes Video und zwar habe ich heute Geburtstag. Heute am 8.6. Ich bin 15 geworden. Sehr, sehr cool. Und hat heute leider Schule, ne? Aber ich finde es gar nicht so schlimm, weil ich dafür wegen den Corona-Zeiten, wir haben immer so alle 2, 3 Tage Wechsel. Mit den Gruppen, ne? Also ich muss nicht täglich in die Schule, habe dafür morgen keine Schule und kann somit heute ein bisschen länger wach bleiben. Sehr, sehr cool. Und ja, ich möchte heute zusätzlich ein Q&A-Video machen. Also Fragen und Antworten, Fragen, gestellte Fragen an mich beantworten. Und freue mich darauf. Übrigens hat meine Lehrerin voll nett heute in der Schule. Meine Lehrerin ist allgemein. Also sie macht sich da immer so voll so den Kopf, beziehungsweise hat immer so eine schon größere Kleinigkeit für jeden von uns oft. Ja, also zum Beispiel hat sie mir jetzt so eine Merci-Packung geschenkt. Und ich finde es echt cool so, weil manche Lehrerinnen oder Lehrer vergeben halt so einen kleinen Bonbon, was auch total nett ist, ja. Aber weiß ich, das ist ja schon eine größere Kleinigkeit so, ne? Sehr nett, auf jeden Fall. Danke. Ja, und ansonsten war es ja schön heute in der Schule. Ich hatte ja auch nicht so ewig lange. Ich werde jetzt heute noch mit meiner Family ein bisschen grillen und abends dann noch ein bisschen streamen, je nachdem. Ich hoffe, es geht euch auch allen gut und ihr seid alle schön gesund. Und kommen wir mal zu den ersten Fragen, die ihr mir auf Instagram stellen durftet oder gestellt habt. Also, entschuldigt, falls ich auch nicht auf alle Fragen eingehe. Es kam wirklich, guck mal, es ist noch nicht mal der Anfang, ja. Es kam wirklich richtig, richtig viel und es geht halt auch immer noch weiter, ne? Guck mal hier. Ja, es ist halt echt krass. Deswegen versuche ich mal auf ein paar einzugehen. Hashtag Fast Army, that's right. Nice. Kannst du mich grüßen? Ich heiße Jacqueline. Burger, Pommes, Nuggets, Go. Und damit, hallo Jacqueline, ich grüße dich. Wie kamst du auf die Idee, YouTube zu machen? Viele Fragen habe ich übrigens auch schon beantwortet, mehr oder weniger. Aber auf die Idee mit YouTube bin ich schon länger gekommen. Also ich bin halt einfach jemand, gerne, eine Person, die sehr gerne redet. Und ja, so kam ich darauf. Und ja, genau. Klasse. Hast du schon mal ein Fantreffen gemacht? Oder hast du das mal vor? Bestimmt habe ich sowas mal vor. Aber habe ich noch nicht gemacht, nein. Ich weiß nicht. Man sollte da auch irgendwie aufpassen. Aber es ist auf jeden Fall eine co coole Idee. Hier kam nochmal die Frage, wie bist du darauf gekommen, YouTube zu machen? Wie lange denkst du, wirst du noch YouTube machen? So lange, wie es mir Spaß macht und das wird wahrscheinlich noch Ewigkeiten sein. Also es macht echt, es ist echt cool. Deswegen, also ich würde keinen Grund sehen, derzeit damit aufzuhören. Wenn halt zeitlich manchmal, ne? Aber so ein festes Aufhören, nee, oder? Feierst du deinen Geburtstag? Also jetzt wegen Corona nicht so krass. Also jetzt nicht mit ins Kino gehen, Freibad, schwimmen. Döner essen, gut, das geht so, ne? Aber das ist halt nicht so krass wie die letzten Jahre so. Aber es ist trotzdem voll cool, ich meine, sehr, sehr cool. Wo siehst du dich in 10 Jahren? Wie wirst du dann leben? Was denkst du? Das finde ich eine sehr, sehr spannende Frage. In 10 Jahren, da wäre ich ja dann 25. Und 25 ist ja schon relativ alt. Ich sehe mich als, weiß ich nicht, als total reicher. Nein, das ist wirklich eine spannende Frage, eine interessante Frage. Ich sehe mich als, oh, ich kann es nicht sagen, aber ich denke, ich sehe mich als immer noch so, wie ich irgendwie bin, natürlich als Erwachsener, noch schlauer irgendwie, weil ich natürlich auch schon viel mehr Lebenserfahrungen habe. 10 Jahre ist ja Ewigkeiten, vor allem in meinem Alter, ja, mit 15 Jahren und 10 extra Jahre oder nicht, wie auch immer. Deswegen, also ich denke, ich sehe mich hoffentlich gesund und munter, ne? Vielleicht auch mit Kindern. Könnte ich mir vorstellen. Huch. Wahrscheinlich mit Kindern. Und
Bestimmt auch noch ein paar Freunden von jetzt, mit denen ich mich immer noch gut verstehe dann. Denke, hoffe ich. Wahrscheinlich auch mit neuen Leuten, die ich kennengelernt habe. Einer tollen Freundin. Einer gesunden Familie auch. Ja, so würde ich mich sehen und halt mit einem tollen Job, der mir gefällt. Was ich jetzt aber noch nicht so wirklich voraussagen kann, natürlich. Aber so würde ich das schon sagen. Bist du eigentlich Deutscher? Ja, bin ich. Also ich habe keine in meiner Generation keine Leute von meinen zwei Eltern, die aus einem anderen Land stammen. Deswegen bin ich Deutscher. Aber ich möchte auch nochmal klarstellen, dass. Also, ja, ich finde es halt ein bisschen schwierig. Also, natürlich, das ist meine Nationalität. Aber ich möchte trotzdem nicht, dass das jetzt irgendwie wirkt, weil, oder komisch wirkt, wie auch immer. Ich meine, ich würde ja genauso auch toll finden, wenn ich eine andere Nationalität habe. Deswegen, also dieses Deutsche ist mir jetzt völlig egal. Aber ja, ich bin Deutscher. Wie alt bist du denn jetzt geworden? 15 bin ich jetzt geworden. Können wir mal Fortnite spielen? Hast uns es versprochen. Genau, ich versuche ja oft auf Fragen einzugehen und da wird oft auch mal gefragt, spielst du Fortnite? Können wir mal mit dir spielen? Voll gerne immer. Ich habe halt nicht immer die ganze Zeit und wenn ich zocke, meistens gerne so solo oder mit Friends. Aber meistens tatsächlich solo, deswegen hab ich nicht immer so Zeit, weil ich halt auch nicht so immer bin, der Everyday, Every Night zockt, wie auch immer. Aber voll gerne mal, ja. Wo siehst du dich mit 18 Jahren? Das ist auch nochmal eine Frage. Und mit 18 Jahren sehe ich mich wahrscheinlich ein bisschen durchgeknallter als mit 25, oder? Auf jeden Fall. Also ich denke, ich sehe mich mit Freunden ein bisschen feiern und so ein bisschen das Live-Leben. So würde ich mich mit 18 sehen. Aber trotzdem jetzt auch nicht irgendwie am Abgrund so, sondern auch trotzdem noch sehr bodenständig und. Ja, ich weiß nicht. Wie gesagt, entschuldigt, wenn ich nicht auf alles eingehen kann. Könntest du dir vorstellen, mal irgendwann ein Kochtutorial zu machen? Auf jeden Fall. Da wird wahrscheinlich auch bald ein Stream-Ausschnitt, Stream-Highlight online kommen von einem Kochstream, den ich letztens gemacht habe. Freut euch drauf und seid gespannt. Glocke aktivieren. Große Empfehlung. Und danke an alle, die jetzt wahrscheinlich in den Kommentaren, falls sie aktiviert bleiben oder sind. Mir gratulieren nochmal oder auf Instagram. Vielen, vielen Dank. Ich versuche immer darauf einzugehen, aber vielen, vielen Dank. Geburtstag ist schon cool, ja. Why so cool, lol. Ich weiß es nicht. Wie alt bist du? 15? Was ist dein Lieblingsauto? Das würde ich sagen, ist die letzte Frage. Ich weiß nicht. Ich war früher als Kind auch nie so ein Auto, nicht so autofixiert. So. So Fahrzeuge, die ich wirklich geliebt habe, waren Bahnen früher. Und jetzt aber auch nicht so Straßenbahn, BVG, was auch immer, sondern so richtig Dampfloks, ne? So Dampfloks und so alte Bahnen, das fand ich total toll. Also das hat mich immer sehr fasziniert. Deswegen war ich nicht so jemand, der sagt, boah, das Auto. War ich nicht so, ne? Aber ich weiß trotzdem, dass im Kindergarten zum Beispiel oft, und da hat man ja mitgemacht, also einmal gibt es ja diese Sticker, die man beim Lotto kauft. Und zweitens gibt es doch auch, kennt ihr die oft bei dieser Reklame, wo so ein 100-Euro-Schein hinten drauf ist oder ein 500er, 50er, 10er, 5er, wie auch immer. Auf der anderen Seite steht dann, mit diesem Gutschein sparen Sie bei einem Kauf von dem Auto das und das. Kennt ihr das? Gibt es das überhaupt noch? Ich weiß es nicht. Die haben damals Kollegen von mir im Kindergarten, also wir waren ganz klein, irgendwie dann immer gefunden und hatten dann solche Stapel davon. Und ja, keine Ahnung, da waren dann so Autos drauf. Aber das war jetzt auch nicht, dass ich sagte, boah. Aber jetzt mein derzeitiges Lieblingsauto, eigentlich habe ich lange Zeit nicht so daran geglaubt oder gedacht, okay, ich werde später ein Auto haben. Ich weiß nicht, ich komme aus Berlin. Brauche ich eigentlich auch nicht. Gleichzeitig ist es natürlich auch cool. Ich finde es halt aber auch umweltmäßig ein bisschen kritisch irgendwie. Auch wenn es natürlich jetzt E-Motoren gibt und so weiter. Ich weiß nicht, ich will jetzt auch nicht so rüberkommen wie so ja, Öko-Tantenmäßig, entschuldigt, aber ich finde es trotzdem wichtig, dass man natürlich auch auf die Umwelt aufpasst. Also ich will nicht sagen, dass ich hier irgendwie ein krasses Vorbild bin, ja, und klar könnte ich auch noch umweltfreundlicher leben, aber ich weiß nicht, ich meine, es sind ja auch eine Menge Kosten fürs Auto, das spricht ja auch noch dagegen irgendwie, aber
welche Autos ich geil finde. So diese typischen Sachen, so Rolls Royce ist cool, ein Lamborghini. Also ich könnte mir schon vorstellen, so ein Lamborghini, gut, ob ich so einen je besitzen werde. Aber so ein Lamborghini finde ich schon sehr schick. Doch, das hat schon was. Das hat schon was. Das ist schon cool. Und was ist denn euer Lieblingsauto? Und geht ihr doch vielleicht selber mal auf die Fragen ein. Wo seht ihr euch später und so weiter? Würde mich auch mal interessieren, wie eure Meinungen darüber sind. Vielen Dank an euch alle, auch wenn ich nicht jede Frage vorgelesen habe, konnte. Oder mir nicht angezeigt wurde, wie auch immer. Für die ganzen Fragen, die Kreativität. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Wünsche mir viel Gesundheit. Ich wünsche euch viel Gesundheit, gerade in Zeiten wie Corona, aber allgemein. Und Fast for Dummy Forever, oder? Hashtag Fast for Dummy Forever. Dankeschön. Ich werde jetzt noch einen richtig fetten, coolen Geburtstag haben. Und ja, wann habt ihr dann Geburtstag? Juni, bester Monat. Obwohl, es hat auch was damit zu tun, was macht man denn an seinem Geburtstag? Und man kann sicher auch im Dezember oder in anderen Monaten einen tollen Geburtstag haben. Wir sehen uns. Bis dann. Pschuh.